Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir ein super leckeres Rezept für einen Döner-Teller. Im letzten Video habe ich euch bereits verraten, wie ich mein Fladenbrot zubereite. Das können wir hier gleich in diesem Rezept mitverwenden und machen einen Döner-Teller draus. Ich habe einen vegetarischen Döner-Teller gemacht mit einer wirklich super leckeren Soße dazu. Ich würde sagen, wir legen los. Ich zeige euch jetzt mein Rezept. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und Nachmachen. Für meine Soße habe ich hier Naturjoghurt schon mal in einer Schale. Mit dazu kommt eine rote Zwiebel. Die habe ich jetzt auch schon, wie ihr sehen könnt, in kleine Würfel geschnitten. Die andere Hälfte von der halben Zwiebel. Die habe ich an die Seite gepackt, die werde ich nachher einfach in Scheiben schneiden und mit dazu legen auf den Teller. Jetzt kommen noch zwei Knoblauchzehen mit dazu, die gebe ich durch meine Presse hindurch. Dann ein kleines bisschen Zitronensaft, den können wir nachher zum Abschmecken auch noch mal hinzugeben. Ja, jetzt wird das Ganze noch gewürzt mit Salz und mit Pfeffer. Was gar nicht fehlen darf, ist Schnittlauch oder Dill. Heute habe ich Dill da. Den gebe ich gleich mal mit dazu und dann können wir das Ganze einmal verrühren. Nachdem ich jetzt alles verrührt habe, muss es nochmal abgeschmeckt werden mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Zitronensaft eventuell. Ja, und dann ist die Dönersoße schon mal fertig. Wie ihr vorhin gehört und auch gelesen habt, werde ich einen vegetarischen Döner-Teller zubereiten. Ich habe mir dafür Like Döner geholt, weil ich finde, das ist wirklich mega lecker und geht ganz, ganz schnell in der Zubereitung. Ich habe mir dafür eine Pfanne schon mal hier aufgestellt. Ich erhitze sie gerade mit etwas Öl drinne und ja, das wird da gleich drin gebraten. Man kann es noch mal gerne würzen mit Salz und Pfeffer, wie man möchte. Und es ist in wenigen Minuten auch schon zubereitet. Jetzt schaut mal, wie lecker das aussieht. Ihr könnt das im Anschluss, wenn ihr wollt, auch noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt noch einmal kurz verrühren. Und dann können wir schon aus der Pfanne nehmen und direkt auf unseren Teller präsentieren. Ja, noch sieht der Teller hier sehr unspektakulär aus. Der muss auf jeden Fall bunter werden und das werde ich jetzt ändern mit Gemüse. Ich habe jetzt hier schon mal etwas kleingeschnittene Tomate. Daneben gebe ich jetzt noch die Gurke. Sieht doch schon viel, viel bunter aus. Den Eisbergsalat schneide ich mir in ganz dünne Streifen. Ich nehme mal kurz das Brot wieder runter, damit ich hier Platz habe für meinen Eisbergsalat. Den gebe ich einfach hier an die Seite, einfach drauf auf meinen Teller. Hiervon setze ich mir jetzt noch meine rote Zwiebel Zum hin. Schluss fehlt natürlich die Dönersoße. Entweder gebt ihr sie an die Seite oder einfach oben drüber. Ich werde das mal hier so klecksweise verteilen. Das sieht so lecker aus. Ich freue mich schon, das gleich zu probieren. So, ihr Lieben, schon bin ich hier fertig mit meinem köstlichen Döner-Teller. Wirklich ein ganz, ganz einfaches Rezept. Ja, probiert es gerne aus. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Ich wünsche euch was und ja, bleibt vor allem gesund. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Jackies Rezeptewelt. Tschüss!